Tut mir leid. Ich dachte, dich hätte es erwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Er sichert den Raum, Rookie. So, Leute, erstmal einen Energy gönnen. Oh, Herr Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammter Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Oh ja, nehme ich gern. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Okay. Shh. Oh, wir werden schon besucht. Ah, cool. Ist ja klasse. Können wir gleich mal ein bisschen Schießübungen machen. Da ist einer. Ja, alles gut, beruhig dich. Ja, spring halt raus, du Vögel. So, dann würde ich auch sagen, gehen wir mal raus. Oh. Den sollten wir vielleicht mal wiederbeleben. Ich bin hier noch gar nicht dran, du Püppchen bist dran. Oh. Ist das ein Gegner, ja? Ja, scheint so. Oh, hallo. Wir sollten vielleicht mal ins Auto rein. Was? Oh, ja, alles gut. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Unsere verdammte Nancy. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Oh mein Gott. Jawohl, sehr gut. Ja, bin ja schon dran. Vor uns, ne? Ist das ein scheiß Flugzeug? Sag mir nicht, die haben Luftunterstützung. Ach du Scheiße. Da kommt man. Heilige Scheiße. Guter Schuss. Dankeschön. Jawohl. Geil, ey. Was? Oh mein Gott, ey. Leute, was für eine krasse Action zu Beginn. Ja, den gehört hier heute komplette
das komplette Gebiet, also. Nein, okay. Ich glaube, das war's. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Was ist das jetzt für ein Typ? Wechsle die Kleidung, ein Hoffnungsschimmer. Okay. Also unseren Kollegen haben sie jetzt gefangen genommen, wie es aussieht. Und ja, war, denke ich, auch zu erwarten. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Okay, wir können jetzt hier also unseren Charakter auswählen. Sehr schön. Das finde ich immer cool, wenn man uns einen Charakter selber bestimmen kann. Es ist nur die Frage, wen nehmen wir? Vielleicht sogar sagen, wir bleiben bei dem hier. Machen ihn ein bisschen dunkler. Jetzt gucken wir mal, was man da für Haarfarbe auswählen kann. Ja.
mal irgendwie ein bisschen was. Ja, wo lange Haare auch cool sind. Also Glatze, Leute, finde ich ein bisschen langweilig. Die Haarfrisur ist jetzt nicht so der Burner. Schwere Entscheidung. Ich würde vielleicht sagen, wir entscheiden uns für diese Haarfrisur. Bitte bestätigen, diese Auswahl ist endgültig und kann später nicht mehr geändert werden. Okay. Oberkörper, wähle eine Kategorie. Oberkörper können wir noch auswählen. Das finde ich auch ziemlich cool. Natürlich ist Amerika. Unterkörper. Ja, die Hose ist ganz cool. Kopfbedeckung. Ja. Nochmal die da. Hände. Ist auch ganz cool. So, sehr schön. Rede mit Dutch. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wie der Herr heißt. Okay, dann reden wir doch mal mit ihm. Mal schauen, was er so zu berichten hat. Okay, der scheint da hinten zu sein. Wir können mal hier noch kurz uns umschauen. Interagieren. Okay, das hört sich schon nach einer Nebenmission an. Mal schauen, das wird vielleicht... Oh, hast du das jetzt? Sehr gut. Das wird vielleicht sogar früher oder später eine werden. Also wie gesagt, man kann ja in Far Cry 5 auch verschiedene Nebenmissionen annehmen. Man muss jetzt nicht strikt der Hauptstory folgen. Finde ich auch ziemlich cool. Lesen. Brief von Hope Country Chronicles. 13. Oktober 2014. Lieber Mr. Roosevelt. Ich würde Sie gerne zu Ihrem Konflikt mit Regierungsvertretern bezüglich Ihrem Recht auf das Sammeln von Regenwasser interviewen. Soweit ich weiß, hatten Sie sich um eine Genehmigung bemüht, die dann aber von den Behörden zurückgezogen wurde. Das führte dann zu Ihrem mehrtägigen Gefängnisaufenthalt und der nun anstehenden Gerichtsverhandlung. Ich hätte gerne Ihre Bestätigung, dass Sie vor Gericht gesagt haben, Wasser ist ein gottgebendes Recht. Und die Regierung stiehlt uns unser Land und unsere Ressourcen. Es liegt an uns, unsere Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Mich würde auch interessieren, ob Sie dem Richter wirklich gesagt haben, Sie können Ihre kreidebleichen Arsch darauf wetten, dass ich Sie missachte. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie bereit wären, unser Gespräch darüber aufzeichnen zu lassen. Jeb Boyd, Hope Country Chronicles. Okay. Wir natürlich noch ein bisschen Hintergrundwissen, das ist auch immer ziemlich interessant, finde ich jetzt. Brief an Dutch, 27. April 2015, Dad. Ich habe deine Nachricht erhalten. Schön, dass sie die Anklage fallen lassen. Wir werden versuchen, dich im Sommer ein paar Wochen zu besuchen. Ricky will dir zeigen, wie er jetzt ohne Stützräder fährt. Aber Anne hat eine ganze Menge im College zu tun. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Und deshalb werden wir auch alles versuchen, dass es klappt. Aber lass bitte dieses Gerede von wegen die Kinder zu Hause unterrichten, okay? Das ist für mich und Anne nicht das Richtige und die Schule in der South Street ist eine der besten. Und beschränke doch die Bragging-Aktivitäten auf ein Minimum. Ich weiß, dass Ricky darauf steht, aber Anne macht sich nur Angst. Machen Sie nur Angst. Wir sprechen uns bald, Robbie. Okay. So, dann schauen wir uns hier nochmal kurz. Kann man da rein? Nee, da brauchen wir ein Schloss, okay. Beziehungsweise einen Schlüssel oder wir müssen halt, ja, Schlösser knacken lernen. Okay, hier kommt man noch rein. Gibt's auch noch eine ganze Menge zu lesen. Einheimischer kämpft um sein Recht auf Wasser. Richard Dutch Roosevelt verbrachte wegen Missachtung des Gerichts 2 Nächte im Gefängnis, nachdem er für sein Recht stritt.
Regenwasser in eine Anlage zu sammeln, die der Stadt seinerseits als Stausee definiert hat. Mr. Rosefeld hat dieses Wassersammeln ohne entsprechende Befugnis betrieben und damit aufs eklatanteste die geltenden Gesetze von Montana gebrochen, sagte der stellvertretende Leiter der Behörde für Wasserreserven Edwin Garcia. Mr. Rosefeld bestreitet die Vorwürfe. Natürlich. Okay, kann man hier noch was anhören? Ja. Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst und pass auf dich auf. Okay, das haben wir ja schon gelesen. Da gibt es ja mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr. Okay, was gibt es da drin? Pistolenmunition, okay, sehr gut. Aber großartig weiterlaufen kann man jetzt hier nicht. Hier kann man noch lang. Da geht es auch noch lang. Also wir gehen jetzt gleich mal zu ihm hin. Aber ich würde mich jetzt halt erstmal hier gerne umschauen. Ich weiß jetzt nicht, was danach passiert, ob man sich da noch umschauen kann. Deswegen nehme ich halt alles mit, was man finden kann. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann würde ich sagen, reden wir mal mit ihm. Es gab ja jetzt hier auch nichts mehr zu lesen. Obwohl doch. Hier gab's noch was zu lesen. Jacob Seed, der Soldat. Der älteste der Gebrüder Seed ist für die Ausbildung ihrer Miliz oben in den Whitetail Mountains verantwortlich. Das Einzige, woran er glaubt, ist, die Schwachen zu opfern. Anscheinend führt er im Norden ein paar psychologische Experimente durch. Da oben kursieren allerlei albtraumhafte Geschichten über Leute, die mit einem Mal völlig grundlos übereinander herfallen. Er hat auch mit der Herstellung dieser Monsterwölfe zu tun, die von den Sekte Jutes genannt werden. Mary? Okay, das haben wir schon. Was ist da los? John Seed, der Täufer, der jüngste der Gebrüder Seed und womöglich auch der sadistischste, ist für die Rekrutierungsmaßnahmen der Sekte verantwortlich. Zeichnen, säubern, beichten, büßen. Dies sind die vier Schritte, die jeder durchlaufen muss, bevor er ein Mitglied bei Eden's Gate werden kann, sofern er denn überlebt. John befiehlt jedem, die Macht des Ja zu akzeptieren, damit seine Anhänger auch wirklich jeden Scheiß machen, den er will. Ein waschechter Psychopath. Okay, cool. Er hat jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Arbeit betrieben und hat die ganzen ja, Psychopathen oder die ganzen Sektenmitglieder aufgelistet. Das ist der Anführer, Joseph Seed, der Vater. Joseph Seed ist der Anführer dieser Sekte namens Project 8 Eden's Gate. Er glaubt, dass ein großer Kollaps bevorsteht und hält sich für eine Art modernen Noah. Er glaubt, Gott würde direkt zu ihm sprechen und er habe ihm gesagt, dass er so viele Seelen wie möglich retten soll. Jetzt, wo seine Ernte begonnen hat, sind seine Anhänger sogar bereit, für ihn zu sterben. Er hat seine Anhänger drei riesige Bunker bauen lassen, in denen sie Schutz finden, wenn seine Prophezeiungen wahr werden. Der Typ hat sie einfach nicht mehr alle. Ja, das kann ich nicht bestreiten. Fate, die Sirene. Keiner weiß, wie da der Verwandtschaftsgrad aussieht. Anscheinend ist sie einfach eines Tages aufgetaucht. Sie erzählt rührselig Geschichten, aber Fate ist eine Lügnerin und Manipulatorin. Wenn man ihr die Chance bietet, vergiftet sie einem den Verstand mit Bliss. All die den Henbane River entlang wandern, enden entweder tot oder beschritten den Pfad, um einer dieser hirntoten Angels zu werden, die die ganze schwere körperliche Arbeit für die Sekte übernehmen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, diese Sekte. Ich meine, die sind alle durchgeknallt, das braucht man, glaube ich, nicht leugnen. Und ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal mit ihm. Sollen wir loslegen? Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner
noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Oh, sehr gut, sehr gut. Das ist immer gut. Waffen sind immer gut. Karte ist sowieso immer sehr gut. Waffenrad. Halte LB gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe mit RS. Nahkampfwaffen oder Wurfgeschosse bieten eine tiefergehende Auswahl. Schalte mit Steuergott links oder rechts alle Möglichkeiten dieser Felder durch. Okay. Karte von Hope Country, sehr gut. Und Schlüssel. Ja, ich werde mich sicherlich nicht gleich in den mega ultimativen Kampf stürzen. Kann man jetzt hier rein? Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein bisschen was mit und lesen uns noch mal kurz was durch. Brief an Dutch, 20. Januar 2016. Dad, wir werden dich nicht mehr besuchen. Das letzte Mal hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Wir hatten dir gesagt, dass wir nicht wollen, dass Ricky eine Waffe abfeuert. Aber du hörst ja einfach nicht. Er hätte sich umbringen können. Mein Sohn wird nicht im festen Glauben aufwachsen, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht. Er ist 5 Jahre alt und hat Albträume wegen eines Atomkriegs. Was stimmt bloß nicht mit dir? Ich dachte, das hätten wir hinter uns, aber du änderst dich nie. Anne hat eine Stelle an einer Universität in Texas angenommen. Ich finde dort auch leichte Arbeit. Die Adresse schicke ich dir nicht. Es tut mir leid, Dad. Ich hoffe, dass du eines Tages die Hilfe bekommst, die du brauchst. Robbie. Okay. Also der Besuch scheint nicht so gut zu verlaufen. Ist nicht so gut verlaufen, wie vielleicht erhofft. Und gab es da hier irgendwo noch einen Raum, wo zugeschlossen war, oder? Ich überlege gerade. Ich glaube, hier. Nee. Nee, ich glaube, das war schon eigentlich der einzigste Raum, wo zugeschlossen war. Ich überlege jetzt echt gerade. Ich meine, es war der einzigste Raum. Hier sind wir hergekommen. Hier war ja auch nichts mehr. Die waren ja alle offen, die Räume. Nee, dann war das der einzigste Raum. Okay. Dann müssen wir jetzt da lang. Da ging es nämlich raus. Okay. Na cool, da haben wir ja schon mal einen Verbündeten, wie es aussieht. Also der hat ja sicherlich auch was gegen die Sekte, wenn da seine Familie und Freunde entführt wurden. Und ja, ist immer cool, wenn man ein bisschen Unterstützung hat. So, und schon sind wir draußen.